Das Akku für Aquaristik, Triops Longi Caudatus, 2,5 Liter Set für Triops Longi Caudatus, den amerikanischen Schildkrebs und verwandte Arten. Mit grünem Deckel, rotem Deckel oder blauem Deckel. Enthalten die Urzeitkrebsdusche, um Wasser aufzufüllen oder Eier vom Rand abzuspülen. Ein kleiner Schlauch, um Wasser abzusaugen, für einen Wasserwechsel oder Futterreste mal abzusaugen. Pipette, um einzelne Eier abzuspülen vom Rand oder auch einzelne Futterreste beispielsweise abzusaugen. Wir haben einen Thermometer, um eine einheitliche Wassertemperatur zu gewährleisten oder entsprechend zu messen. Das Urzeitkrebsfutter für die ersten 2 Wochen, weil die Triops Nautilus ein sehr feines Futter brauchen. Das ist das hier. Und um es einfacher zu dosieren, haben wir ein Rührstäbchen, weil man dann mit dem Stäbchen reingehen kann und wenig Futter entsprechend entnehmen kann aus dem Tütchen. Urzeitkrebssand, weil die Triops im Sand wühlen und dort auch ihre Eier ablegen später. Und natürlich der Zuchtansatz mit Eiern im Sand, immer das ganze Tütchen nehmen. Hier beispielsweise Triops Longi Caudatus, aber auch andere Arten, die ähnlich zu halten sind, Triops Granarius, Triops Newberry und weitere. In der umfangreichen Anleitung findet man entsprechende Hinweise für die Allgemeinhaltung, aber auch für die einzelnen Arten, beispielsweise die Temperatur, wie die am sinnvollsten zu halten sind und natürlich ein Hintergrundbild, was man nehmen kann für das Becken. Das ist das 2,5 Liter Triops Set von Aquafarm Aquaristik.